Was um die Reise gerade geht, habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt. Wenn ich da ankomme, also statt bin ich 1963. Ich habe mich ja unheimlich geärgert, wie ich wieder da war in Deutschland. Wie ich es auch nicht vorlese, aber ich kann eh nicht gut lesen. Ich bin froh, dass ich überhaupt schreiben kann. Schreiben, lesen oder schreiben, elese, erlesene Gäste. Nee, Quatsch. Gesagte, erlesene Gesagte. Oh, oh, oh. Hin. Gefragte, sagte, elendige Ehe, erledigte, elendige Ehe, gesangene laut. aber ich versuch's nochmal. Geh voran weit hinüber zum Satz, verfasse in gefasster Verfassung etwas. Oh, dieses Ver, zerstöre es doch, das klingt auch wohl, doch von sich aus zerrt und verzerrt, bis jegliches Wort verrissen ist. Oh, dieses Oh, oh nein, da kommt wohl zum Erlauten zwischendrin gesagt, geh dorthin, wo du dieses Geh nicht einfach vor das Wort gestellt, gewarteten Worten ein. Nein, wo, was, wie, wo, wann, orate dieser Ort, das ist das Wort. In Vollendung gesprochen erklingt es je nach dem Leser, was er heute Abend ein Wort nach ohne Angriff. Wörtlein möchte groß schein schreien. Sein öfte mein leise nein Wortlein verniedlicht das Wort und man liest es oder hört Gedicht. Kurz, ein an diesem Abend Kurzgedicht. Ja, es ist. Freudig erschallt mein Wort. Soll es nun ein Wort oder mehrere Wörter gesollt werden? Denn klein sei gedacht, Worte nun gemacht, Schlüssel aus, Gedicht. Zweimal. Gedicht, einmal. Hohes Gedicht. Oh, ich könnte mich ja verbrennen. Hohes Gedicht. Nein. Eins, zwei, eins. Fatal, normal, Gedicht. Zweimal, egal. Aber Gedicht, es tropft, Gedanken, Schein, Saft, dort ab am Rande des Gedichtungsgehens, fällt weit und lange in das Leere und findet, angezogen von dem Erdenmagnet, die Kollision mit harter Masse, hartem Stein. So ist der Tropfen unten flach, zu einzudringen, ohne Chance, er weich und klebrig, ja, verloren ist fast sinnlos in diese Welt geboren. Ein Lesender jedoch hat dieses Gedicht gedanklich nachvollzogen und sagt, der Tintenhalter hier, der war nicht dicht. Der Tropfen ist auch nicht so weit geflogen. Also, Gedicht, wenn es nun dann doch unter hohem Druck durch einen winzigen Spalt spritzt, ist es dann immer noch ein Gedicht. Also ich komme nach Deutschland zurück und habe gedacht, man spricht wie ein Kabarettist. Also man macht ja eigentlich heutzutage nur noch Comedy. Also man hat es halt eigentlich im Kopf, was man so spricht. Und ich komme hierher und reg mich auf. Die Wörter überall sind Schilder, überall wird man reglementiert und dann schreibe ich halt das auch alles auf und eigentlich nichts Gescheites und man soll es eigentlich auch nicht vorlesen.
Ich gebe mich zur Liebe hin, in der sich geliebt, in der sich. Ich habe auch das tiefste Nudeln, ich weiß nicht, ob ich nochmal darf. Also, ich mache einfach mal ein bisschen schneller. Es ist so, ich habe noch nicht gelernt, die eine Ebene des Gekränktseins auszuschalten. Und ich sollte mich damit zufrieden geben, dass ich ein lächerlicher Kleinstadt-Lokalkünstler bin, der gut nach China passt, denn dort hat er die Kontrolle, die ihm so fühlen lässt, als sei er in einer Großfamilie. Da kann er schön Kind bleiben und leiden, leiden, leiden. Schluss. Ne, Schuss, Schuss. Alter, vorher habe ich nämlich gesagt, habe ich so eine Art nicht Schleid, der Mönch abgelehnt wird. Und hier in Deutschland ist so gang und gäbe, man wird immer abgelehnt. Also nicht ich, aber die meisten. Und diese Frustration, die steckt auch in der ganzen Gesellschaft drin. Also man wird immer, wird auch Misstrauen gehegt und so. Und da habe ich gedacht, ich halte es nicht mehr aus und schieße einfach, wie der Donald Trump das auch empfiehlt. Habe ich ja als Schütze. In Deutschland, nee, was ich wirklich, ja, das ist der Text. In Deutschland rennt jeder aller Hetzen von Ort zu Familie. Es wird gekämpft und Gerechtigkeit wird gefordert. Es wird immer gefordert und gefordert. Die deutsche Sprache ist voll mit Wörtern wie, also, es ist, auch woanders ist es manchmal nicht so hektisch. Also man hat nicht diesen Zeitdruck auch in 5 Minuten zu erfüllen. So erwartet das Unerwartete, heißt es ja heute. Der erwartungsvolle Mensch ist aufmerksam und bereit zu reagieren. Er erwartet nicht das Unerwartete und dieses Nichts, dieses Nein dreht sich. Darum dreht sich die Überlegung zur Selbstprüfung. Das könnte heißen, ein Strich selbst. Prüfender Denker, ein sich selbst prüfender Denker, hat eine Fehlerquote von 5,8. Diese Reklamationen hier in Deutschland, dass alles ganz genau stimmen muss, und wenn es nicht stimmt, dann wird da gehetzt, bis es stimmt. Es ist toll, deswegen ist es auch so gut in der diesen Medaillen. Siegesrausch, Siegeszug unserer deutschen Nation. Und ein kreativer Akt, den suchen wir. Denn Kreativität unterhält heutzutage und macht interessant. Doch ungenormtes, spontanes Reagieren ist ein Zeichen der Eigenständigkeit. Ein Hinzufügen der Gedanken zu einer Assoziationskette, die auf jeden Fall geradlinig verläuft, fügt Hunger, komplizierte Wechsel zu, fügt sie dem Denkenden zu, der unerwartet ist in der Aufmerksamkeit für das Einzelne und das wird gegeben. Der einzelne Beitrag erfüllt das Erwartete und das Unerwartete, je näher es sich der Unmöglichkeit einer Idee nähert, dann ist eine Explosion nicht nur in der Inklusion, sondern zeitgleich in der Schöpfungsdasein aus der Unendlichkeit gegeben. Ja, aber bleib mal lieber beim Gedicht, oder? Ich bin Applaus fertig. Also ich bin gereist, das war so mein Stichwort. Ich reise, ich reise auch wieder zurück und zerreiße und schluss noch vielleicht was. Gedichte schreibe ich nicht, wenn das ist halt. Ja gut, das war eigentlich schon alles, danke.